Guten Abend! Hallo. Alle miteinander, die jetzt sowieso nicht mitbekommen haben, dass du gegähnt hast. Musst du es auch noch erwähnen? Ja. Jetzt haben sie es mitbekommen. Ja, sonst hätten sie es nicht mitbekommen und das wäre auch echt schade drum. So, ich stelle das dann auch nochmal so, dass ich ein bisschen was davon sehen kann. Der Live-Chat ist auch zu sehen. Die Anzahl der Zuschauer auch und ja, jetzt bin ich eigentlich soweit. Ja. 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 Ja, wir haben Kuriositäten verglichen. Ja. Ja, meine Kuriositäten sind größer. Ja. Weil ich nachspielen musste. Ja. Okay, so, So, Maschinenraum. Schaminenraum. Moment, ich brauche dazu den Fußschuh. Ich krieg anscheinend gerade wieder keine Benachrichtigung. Frechheit. Also, ich sag... Leute, Benachrichtigung! Ich benachrichtige euch jetzt, dass ich streame in meinem Stream. Was? Ja. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Warum lachst du so? Sorry. Passend zugleich war. Was war das? Das war passend und unpassend zugleich. Was war passend und unpassend zugleich? Was das meinst Geräusch. Du? Für alle, die nicht, die nicht wissen, was es für ein Geräusch war, es war wahrscheinlich jemand, der gebohrt hat oder ja, so. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Da war es wieder. Ja, hallo an alle, die dazugekommen sind, obwohl keine Benachrichtigungen rausgegangen sind, warum auch immer. Ja. Und gerade gebohrt wird. Meinst du, das ist meine Mitbewohnerin? Ja, natürlich, sonst wäre es nicht so laut. Soll ich ihr sagen, dass wir gerade streamen und man das mithören kann? So, ich höre es ja gleich auf. Nein, ich glaube nicht. Wenn die erst einmal bohrt... Da kam wieder so ein Geräusch. So, an diejenigen, die jetzt gerade hier mit drin sind, könnt ihr bitte alle anderen benachrichtigen, wie auch immer das gehen soll. Ja, die ihr kennt. Ja. Eigentlich könntest du ja in Discord. Ich könnte es in Discord schreiben, echt mal. Ich habe ja einen eigenen, ja. Den ich sehr vernachlässige. Ja. Wie mein Kanal. Ja. Aber dafür dich nicht. Wenigstens etwas. Und du kannst den Bild schon mal ändern. Oh ja, stimmt. Wir brauchen ja keine zwei Bildschirme. Ja. Meine Güte, so, ich glaube, es geht weiter. Ja. Da sind wir, meine Damen und Herren, im Herzen meines jüngsten Schiffes, im Maschinenraum der Thames-Tanic. Thames-Tanic. Irgendwo in diesem Raum ist die erste Engelsfigur versteckt. Wer von ihnen wird sie finden? Oh nein! Es gibt ja überall Rohre. Wie sollen wir denn hier so eine kleine Engelsfigur finden? Das ist ja übel. Keine Sorge, Judy. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir wirklich alles schaffen. Du bist einfach der einfach großartig. Hat er es ihr irgendwie verboten oder sowas? Weiß ich nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ist das so, wenn sie das nochmal sagt, dann so wie er guckt gerade, sieht das nämlich so aus, als ob er ihr gleich eine... Deswegen heißt es auch Punch. Ja, eben. Das ist es. Sie sagt nicht mehr Beste, weil er handgreiflich wird, wenn sie das tut. Oh je, Mimi. Eine Engelsfigur, die hier irgendwo versteckt ist. Tja, ich werde mein Bestes geben. Dann mach mal. Ja, gib mal dein Bestes, dein Erspartes oder so. Ja, bin ich auch der Meinung. Punch und Judy sollten sich trennen. Ja, finde ich auch. Definitiv. Ja, ja. Er tut ihr nicht gut. Ja, aber die sind einfach echt auch schlimm. Potzblitz! Hier sind aber ganz schön viele Maschinen, was? Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, was die alle so machen. Also, die einen bewegen sich, das sieht man. Schiffe sind auch nicht gerade mein Fachgebiet.
Ich hätte mich vor dieser Kreuzfahrt anscheinend besser einlesen sollen. Oh, das sieht ja alles sehr interessant aus. Ist das dort am Ende ein Sprachrohr? Hey, Pfoten weg! Solange man dir nicht ausdrücklich was anderes erlaubt hat. Ah, und direkt darüber ist der Schalter. Ich frage mich, was der macht. Vielleicht eine Selbstzerstörung. Dieses Schiff zerstört sich in 5 Minuten selbst. Ja. Hey, da fällt mir was ein, was wir eigentlich zum Intro machen wollten. Hey, Cortana! Ha! Mist! Hey, Cortana! Stelle ein Rätsel. Ach, stimmt. Macht sie nicht. Ach. Super. Okay. Hey, Cortana, du bist blöd. Ich weiß gar nicht, ob man Cortana hören würde. Weiß ich auch nicht. Moment. Wir können ja mal den Chat fragen, ob die was hören. Ja. Möchtest du? Hey, Cortana. Hey, Cortana. Imitiere die Simpsons. Entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Ja gut, aber jetzt hört man sie trotzdem. So, hey Cortana, imitiere die Simpsons. Hi, Diddle-Di-Ho, Nachbar. Okay, reicht auch. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, also wir haben es gehört. Und wenn ihr es gehört habt, dann könnt ihr ja gerne reinschreiben, was sie gesagt hat. Ja, hört man gut. Okay. Okay. Klopf, klopf. Ja, was da so rührt. Stick, bum, yum, yoll. Was probieren? Was? Aufs Geld. Auf Cortana. Okay, ah ja. Hey Cortana. Klopf, klopf. Immer nur hereinspaziert. Womit kann ich helfen? Ich höre langweilig. Ja. Nicht Sex? Boom. Oh Mann. Ja, ist auch so ein Insider. Ja. Okay. Okay, Hab ich schon. Okay. Hey, ich sagte, Pfoten weg! Neugier gehört doch nun wirklich nicht zu den Tugenden einer angeblichen Lady. Oh, dieser Schalter ist für den Kran, den man zum Be- und Entladen großer Fruchtstücke. Verwendet. Oh, tut mir leid. Das hätte ich wohl nicht ungefragt anfassen sollen. Das ist ja nichts passiert, Miss Layton. Jetzt sieht es aber ganz so aus, als ob Mr. Onessas bereit ist, das Spiel zu starten. Wenn Sie jetzt alle bereit sind, meine Damen und Herren, dann möge das Spiel beginnen. Sie können den Maschinenraum nach Belieben erkunden, solange Sie dabei unsere Fahrt nicht bremsen, versteht sich. Also, fallen Sie am besten nicht in die Triebwerke. Ich lade Sie nun also dazu ein, die Engelsfigur zu suchen. Wer findet als erstes die Engelsfigur? Ach stimmt, ich wollte ihn ja... Wer findet als erstes die Engelsfigur? Du. Ich hab ein Rätsel. Wo? Da unten an den gelben Knöpfen. Es ist ziemlich schwierig, eine kleine Statue in diesem Gewirr aus Maschinen und Rohren zu finden, oder? Aber mein Instinkt sagt mir, dass diese Tafel mit den ganzen Schaltern etwas verbirgt. Vielleicht versuche ich mal ein paar von ihnen umzulegen. Nein, hier wird niemand umgelegt. Die armen Schalter. Schatzjagd! Ja. Ja. Oh, du Gott. Ah, okay. 3 der Schatzkisten enthalten jeweils ein Juwel. Berühre die Schalter zwischen den Truhen, um die Lichter zu aktivieren. Eine Zahl zeigt dir dann, wie viele Juwelen sich in den umliegenden Kisten befinden. Wo verstecken sich die Juwelen? Berühre eine Truhe, wenn du meinst, dass sich ein Juwel darin befindet. Oh Gott, das ist so ein bisschen wie Minesweeper, oder? Keine Ahnung. Berühre sie erneut, um die Auswahl zu löschen. Okay, alles klar. Okay, Licht einschalten. Eine. Hier sind es 2. Da sind es 2. Das ist 1. Oh Gott.
Was? Ja. Warum? Das ist doch gar nicht... Das, ha! Warum ist das jetzt so... Gelöst. Ja, das weiß ich. Aber... Warum weißt du das? Weil ich auf deinem Bildschirm so gesehen habe, dass du es bestätigt hast. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, klar, also man kann sehen, hier ist irgendwo eine in dem Umkreis. Ja. Man kann hier sehen, dass da zwei sind. Das könnte ja entweder heißen, dass hier eine von der, die eine mitbenutzt wird oder eben nicht. Na, du musst drei Schatztruhen aussuchen. Ja, eben. Nicht mehr. Drei Schatztruhen, ja. Ja. So, Moment. Dann hieße das, wenn zum Beispiel diese hier gelten würde, dann könnte nur noch diese das sein und diese. Jetzt bin ich gespannt, ob es irgendeine andere Lösungsmöglichkeit gibt, die auch funktionieren würde. Aber ich denke, es war wegen der drei Schatztruhen. Ja. Darauf habe ich nicht so geachtet, ja. Ja. Mhm. Dass es deswegen so einfach ist, weil ja, wenn es halt wenn's so mehr einfach, wären, dann... Weil es halt nur drei Schatztruhen sein dürfen, sonst genau, gibt es natürlich mehrere. Ja eben, also wenn, ja eben, die anderen Möglichkeiten würden mehrere beinhalten. Oh Mann. Naja, verdient. Schade, wir haben jetzt keine zum Erzählen. Kira ist doch im Discord. Dann sie hat Kira, wir keine brauchen Benachrichtigung. Kira, wir brauchen dich. Geht gleich weiter. Ich lese schon mal den Text vor, der nicht ganz so groß ist, aber... Ja, dann liest mal den nicht so großen Text vor. Ja. Glänzende Leistung. Du hast alle Juwelen gefunden. Zeit für die nächste Schatzjagd. Ah, anscheinend gibt es dann noch mehr. Mhm, ja, denke ich mal. Aber sowas mag ich. Und da ich anscheinend ein Rubin, ein Japhir und irgendwas anderes, was... Ein Smaragd? Nein, das ist golden. Moment. So. Jetzt fängt Exido an abzugucken. Nein, tue ich nicht. Thomas, stimmt. Ich sehe das aus dem Blickwinkel. Ja, ja. Doch. Ich habe eine sehr gute periphere Sichtgabe. Ja. Sache. Ja, werde ich jetzt aufpassen. Ist auch besser so. Ja. Ja. Nein, ich gucke ja nicht. Also selbst wenn ich abgucken würde, würde ich ja entweder was Falsches nachmachen oder zu spät das Richtige. Okay. Von daher, abgucken bringt doch eh nichts. So. Zeit für die nächste Schatzjagd. Ja, genau. So, wieder ändern. Geändert. Aha, ich habe etwas gefunden. Statue. Bling! Oh! Ah, es ist eine Engelsfigur. Was für ein fieses Versteck. Oh, brava, Miss Layton. Brava, Miss Layton. Brava, Hund. Fein! Fein! Nun wissen Sie, eine Detektivin wie ich, die spurt einfach nur ihr Programm ab und... Und? Wollen Sie es noch ein bisschen schneller abspulen, Cat? Das war ein Kinderspiel, oder nicht? Natürlich hatte ich die Statue auch schon auswendig gemacht. Das war ja kaum das Profiling wert, oder? Oh, es scheint, als hätten auch einige der anderen Gäste es geschafft, die Statue zu finden, Miss. Moment, ich dachte, es gibt nur eine. Aber nicht. Oh. Also, wenn wirklich jeder sie finden kann, war das ein viel zu einfaches Versteck. Aha. Gut, ich sehe schon, dass sie alle es geschafft haben, die erste Engelsfigur zu finden. Ja, so hatte ich den nämlich mal gesprochen. Das letzte Mal. Aber lassen Sie davon nicht, sich nicht einlullen. Sie nullen. Das war nur eine, sagen wir mal, sanfte Einführung. Ja. Der kennt sich aus mit Sachen sanft einführen. Darüber habe ich nicht gelacht. Was? Worüber?
Exit wird irgendwie Mesut Özil. Der sieht 360 Grad. Nö. Ich sehe nicht 360 Grad. Ich sehe, obwohl, jetzt momentan kann ich sogar sehen, was hinter mir passiert. Nichts. Oh. Da sie nun ohnehin schon alle im Maschinenraum sind, tun sie uns sicher den Gefallen und lauschen Captain's Tower. Oder so. Wenn er kurz ein paar Worte über dieses prächtige neue Schiff verliert. Oh, wo sind die Worte hin? Ich hab sie verloren. Oh, mein Instinkt sagt mir. Dass das schrecklich langatmig und langweilig wird. Anscheinend haben wir ja ausnahmsweise mal exakt dasselbe Bauchgefühl. Nun, Sie werden mir sicher alle zustimmen, dass die Thames-Technik herrlich aussieht. Er hat ja so langsam ja, irgendwie... Ja, aber bitte nicht. Ich möchte Ihnen ganz kurz darlegen, dass Ihr Inneres nicht minder beeindruckend ist. Nicht beeindruckend ist. Dieser Motor hat genug Pferdestärken, um selbst mit einem modernen Containerschiff mitzuhalten. Damit ist er deutlich leistungsstärker als jeder durchschnittliche Balker. Ja. Bube? Egal, klar. Mhm. Aktuell tuckert er ganz gemütlich vor sich hin, damit sie als Passagiere eine angenehme Fahrt erleben. Denn wenn ich Vollgas geben würde, würden wir beinahe abheben. Es gibt wohl kein anderes Schiff auf der Themse, das ihm das Wasser reichen kann. Meint ihr, er ist gleich fertig? Mir fallen fast schon die Augen zu. Nun, es ist wirklich ein fabelhaftes Schiff, Miss. Es überrascht mich nicht, dass er so ein Lobgesang darauf anstimmen möchte. Dieses Schiff ist auf dem Wasser. Ja. Vollgas? Okay, Vollgas! Danke für die ausführliche Erklärung, Midas. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck erhalten, wie herausragend dieses Schiff ist, vor allem aus dem Wasser. Weil wäre es nicht herausragend, wären wir alle unter Wasser. Dann wäre es ein U-Boot. Dann wäre es ein U-Boot, ja. Wir sind in einem neuen Zeitalter der Schifffahrt. Diese modernen Schiffe sind Welten entfernt von ihren überalterten Vorläufern. Die Thames-Technik läutet eine neue Ära ein. Aber verzeihen Sie mir, Sie sind sicher alle begierig darauf, das Spiel fortzusetzen. Ja, sind wir.